So, willkommen zurück zu Dynasty Warriors. Uns sind ja hier stehen geblieben mit den umhüllten Xuzhu, der auch, ich weiß nicht, ob er in diesen Dynasty Warriors, aber er rennt normalerweise auch ohne Kapuze rum. Vielleicht sehen wir das auch hier irgendwann, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe gehört, dass es sich bei der 8-Tore-Formation um eine unangenehme Formation handelt. Ja, sehr schön, dass du das gehört hast. Auf jeden Fall. Habe ich den, glaube ich, noch nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. Das war einer, den ich bis jetzt immer umgangen habe. Aber jetzt frage ich mich, warum. Der ist doch eigentlich richtig genial und ein bisschen Spielsound, ein bisschen Sound hätte ich auch gerne. Ja, ein bisschen was vom Spiel mitkriegen, nicht nur ihr. So. So laut, dass ich das doppelt höre, also dass man das in der Aufnahme doppelt hört, so laut wird es nicht werden. Ich habe gemerkt, ab und zu in ein paar Parts hört man meine Controller-Tasten ein bisschen zu laut. Ich hoffe mal, das ist jetzt nur die Ausnahme gewesen. In der, ich glaube, im vorletzten Part war das. Und ja, ich werde mal probieren, das, also die Tasten auf jeden Fall nicht mehr so hart zu hämmern, so dass man das jetzt nicht unbedingt die Aufnahme hören muss. Da drüben müsste jetzt noch ein Gegner sein. Verteidigung nehme ich natürlich gerne mit. Und schon wieder hinter verschlossenen Türen. Ist klar. Wie komme ich denn da wieder hin? Torwächter oder sowas? Ah, da ist volles Moschu. Sehr schön. Tore immer noch alle verschlossen. Da vielleicht irgendwie. Sieht gut aus. Ja, da ist ein Torwächter. Und hin. Ja, also ich würde diesen Special sehr bevorzugen. Der sieht nicht schlecht aus. Aber den aus der Luft habe ich ja auch schon. Wir mal sehen, wie der aussieht. Ja, okay. Es ist jetzt nicht so übermäßig, aber der ist auch nicht schlecht. Ja, machen wir einen Wutangriff, der hat noch nie geschadet. So, wo geht's jetzt eigentlich wieder lang? Diese 8-Tore-Formation. So, da lang. Ich glaube, der Charakter kommt auch nur in der einen Mission vor. Ich glaube, den kann man sonst gar nicht wählen. Meine ich jetzt. Ich könnte mich jetzt auch täuschen, aber. Sehr oft kommt er, glaube ich, nicht vor. Zumindest nicht meines Wissens nach. Wie gesagt, ich habe es nie wirklich 100% durchgespielt, aber ein bisschen kenne ich ein bisschen kenne ich das Spiel, ein bisschen habe ich schon angezockt. Hab noch nicht alle Missionen mit jedem Charakter durch, deshalb kenne ich auch nicht jeden und ja. Den kannte ich vorher überhaupt nicht. Bogenschützen sollen mal wieder nerven, aber interessiert mich jetzt mal nicht. So, geht's da lang, darüber. Geht mal weg da alle. Wo ist der nächste Gegner, den ich besiegen soll? Also, kannst gerne sterben. Zack, 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 zack und hin. Dankeschön. Ja, jetzt könnt ihr gerne kommen. Ich brauche eh ein bisschen Moschu wieder. Zum Beispiel von euch hier. Nehme ich das sehr gerne. Hier auch noch ein bisschen. Zack.
Danke. Oh, da ist schon wieder ein Gegner. Weg mit dir. Oh, der überlebt das sogar. So, ah, da ist gleich einer mit einem Dreieck. Was auch immer das zu bedeuten hat, das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Warum manche so ein Dreieck drüber haben und manche ein Rufzeichen, manche einfach nur den Namen. Ich schätze mal, irgendwas wird, irgendwer ist davon Offizier, dann ist es wird wohl der Rang sein, also was für eine Bedrohung der Gegner ist für mich. Ob er ein normaler Anführer ist, ob er ein General ist oder ob er ein ein Oberanführer ist. Ich schätze mal, dass irgendwas damit zu tun hat, aber was jetzt genau was ist, weiß ich nicht. Ich schätze mal, dass das Dreieck irgendwie die größte Gefahr darstellen soll. Aber ja, zu 100% bin ich mir da jetzt nicht sicher. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo erklärt wird. Weil ich in diesem Spiel einfach nur auf Gegner drauf bashe und nicht wirklich darauf achte, wie und was der Kreis dahinter zum Beispiel zu bedeuten hat. Was, also ob der Kreis jetzt da irgendwie eine größere Bedrohung ist als das Dreieck, kann natürlich auch sein. Also ob der einen höheren Rang hat oder ob der wichtiger ist für die Mission hier gerade. So. Wie viel sind hier schon wieder? Wieder umzingelt von Gegnern. Aber es müsste jetzt nur noch ein Gegner da sein. Ah, so, ne, da unten habe ich auch noch. Was ist denn mit dir? Da rennen wir gleich rein. So, und sterben. Fast hätte er es überlebt, aber noch fast. So, Stahlclown, was ist mit dir? Du überlebst sicherlich nicht und ihr erst recht nicht. Zack, zack, zack. Mir rennt auf jeden Fall mal alle nach. Okay, da ist eine Sackgasse, da muss ich hin. Okay, ich bin eh richtig schnell, ich brauche kein Pferd. Ich glaube, das bin ich so. Ich glaube, die Geschwindigkeit hier habe ich sogar ohne diesen Speed, also ohne die Schuhe. Also mit dem braucht man nicht unbedingt das Pferd. Ja, den Speed kann man lassen. Es geht auf jeden Fall langsamer. Oder? Aber ich glaube, das Pferd wäre dann doch ein bisschen von Vorteil. Vor allem so lange Gänge, wo eh nichts passiert. Da ist einer. Ah, komm her. Stirb. Na komm. Mit einem Brutangriff auf jeden Fall. Den überlebt er nicht mehr. Levelaufstieg. Sehr schön. Da hinten haben wir wieder den Lidian. Na komm. Stirbst du dann vielleicht? Ich glaub's auch. Dankeschön. Wo geht's denn jetzt lang? Komm, gib mir ein Ziel. Wo muss ich hin? Leute, wo muss ich hin? Da geht's nicht lang. Dahin, okay, ich fährt. Fährt. Bin gerade irgendwie über dich drüber gesprungen. So. Jetzt muss ich wieder da ganz nach oben. Wie ging es dahin? Darüber und darüber, glaube ich. Ja, genau. Hat sich da anscheinend eine Brücke geöffnet oder so?
Ah, 700 Chaos, also wir sind hier sogar auf einer, naja, wie soll ich sagen, also wir haben nicht so viele Gegner getötet wie normalerweise, weil das sind wir immer bei so 1500 gegen Schluss, aber ich glaube, hier nähern wir uns schon dem Ende und ich bin erst bei der Hälfte von den normalen Kills. Komm, rennen wir doch nicht nach. So, zack. Wenn ihr unbedingt sterben wollt, werde ich euch den Wunsch natürlich gerne erfüllen, aber... wie ihr wollt. Mir ist das doch egal. Komm, stirb. Yue Jing. Überlebt das sogar knapp. Jetzt nicht mehr. So, wo geht's jetzt lang? Darauf und die letzten paar Gegner besiegen wahrscheinlich. Oder muss ich einfach nur dahin zum Ausgang? Das kann auch sein, dass da jetzt einfach das Ende ist, weil ich das Ziel erreicht habe. Ja, da, ich habe das Ziel erreicht. So you are he, the famous sleeping dragon. I am, yes. Du bist, okay. I know of you, Master Liu Bei. I feel I have been led to this land in order to meet with you. Please, would you consider lending your strength to my endeavors? Very well. Then, my lord, I must ask that you proceed through this age of chaos as a man of benevolence. Benevolence? Yes. Benevolence is the true form of your intent. The light that spreads your brilliance across the land. Are you sure this is what you want? Yes. It is not me whom he needs at this time. Show him the path of benevolence, my lord. And lead him through the dangers of war. You are the only one who can do that. I wish I could be like you, you know? But it is simply beyond me. Where will you go? Where, you ask? To find a place for myself. He is in your hands now. So, ich würde mal sagen, dann haben wir mal einen etwas angenehmeren, kürzeren Part. Je nachdem, ob wir jetzt dann wieder eine Zwischensequenz bekommen oder nicht. Aber ich werde jetzt keinen zweiten Kampf hinterher machen. Eben, wie schon gesagt, weil ich ein bisschen krankheitsbedingt nicht länger aufnehmen will und auch so irgendwann die Parts mal wieder eine halbwegs angenehme Länge haben sollen und nicht alle so über eine halbe Stunde gehen sollen. 20 Minuten, eine halbe Stunde ist eh schon ein langer Part und ist eh schon fast Standard bei mir geworden. Ich habe natürlich auch ein paar Projekte, wo ich übertrieben lange habe. Ich will jetzt nur mal das Fire Emblem Projekt hindeuten, wo glaube ich mal ein Part so eine Stunde ging oder so. Also solche Partlänge würde ich gerne wieder vermeiden. Da bin ich froh, wenn es nur so mal 15 bis 20 Minuten werden, obwohl es eben meistens bis zu einer halben Stunde rauf geht. So, im nächsten Part werden wir dann diesen Zhuge Liang
also diesen Drachenmeister da gleich spielen. Der hat als extra für eine seinen Spatzenflügel. Okay. Soll mir auch recht sein. Nimm, was dir gefällt. Siegesschrei, Schnellmerker und Glücksritter wieder. Und dann gucken wir, ob wir eine Zwischensequenz bekommen werden. Nein, bekommen wir leider nicht. Das heißt, der Part wird mal kürzer als alle anderen. Aber ja, darf ja auch mal sein. Und dann würde ich sagen, war's das. Also, bis dann und auf Wiedersehen.